Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion T2 im Ranglistenmodus. Der Kollege hat hier schon Fiesta genommen. Oh, dann nehmen wir King's Guard. Gar kein Problem. Welcome to Nova. So, lass mich mal gucken. Wir könnten hiermit einen großen Bananenbaum machen. Ich würde die erstmal tauschen gegen die Gatling Gun, weil ich ein paar günstige Einheiten brauche für den Anfang. Ich würde die Kettenfaust noch tauschen, damit wir auch ein bisschen Arkane-Verteidigung und Stichschaden noch mit dazu haben. Und dann sieht es doch erstmal ganz gut aus. Mit einer Gatling Gun starten. Mache ich auch so. Schicken die Schnecke rein. Drüben sind Wanderer. Auch mit einer Gatling Gun gestartet. Zweiter Walker am Start. Ah, es wird halten. Trotz der kleinen Schnecke. So. Gellinger hat eine unfassbar große Reichweite. Deswegen werde ich erstmal damit starten. Zack. So, guck mal drüben, Regenerationsbaum, Atome. Das ist der normale Baum aktuell noch. Und auch der Boombaum werden. Können auf jeden Fall einen Worker noch pushen. Ein großartiges Split werde ich nicht machen, weil ich dann den Bananenbaum platziere. Und den mache ich dann groß. Im besten Fall. Den muss ich dann aber vor die Gatling anpacken. Okay, Wurzelqualle. Sechster Walker am Start. Yes, my lord. Ich bin markierig nur noch Walker. Den mache ich dann zum Dark Mage. Und das sind Upgrades. Jawohl, gehalten. Da wird aber auch halten. Fiesta ist halt nicht ganz so einfach. Wüstenpilger Nummer 1. Der wird mich erstmal durch die Skorpione bringen. Ich werde es auf 6. Robus reinschicken. Mich seine Harpien wegmachen kann.
Beziehungsweise Recruit. Sollte auch klar gehen. Nee, ich würde mal diesmal keinen Worker bauen. Die 6 ist immer so problematisch. Da will man wenn möglich alles halten, weil einer, der durchkommt, schon unglaublich viel Geld ausmacht. Wir können natürlich eine Wurzelqualle erstmal nehmen. Da kann ich auch bloß nichts aufwerten. Machen wir das erstmal so. Ja. Ich wusste, dass irgendwas geschickt wird. 6 wird immer was geschickt. Ich bin schon mal sehr gut durchgekommen. 5 von den Steinhauern werden. Oh, schade. Schade. Wir sind nur 2 durchgekommen, aber es blockte er. Sogar ein Champion Gatling Gun. Aber damit haben wir uns schon mal einen kleinen Vorteil gesichert. Das ist sehr schön. Wurzelqualle. Worker. Ich werde wahrscheinlich auf 8 gehen und noch einen Dino reinschicken. Fürs Erste. Oh, Mimik sogar. Jawohl! Oh, schade. Ah, Dino wird leider nicht rauskommen. So, mal kurz gucken. Hier brauchen wir 340. Könnte einfach noch eine zweite platzieren. Das ist kein schlechter Plan. Machen wir eine Turtle rein. Okay, Priesterin des Abgrunds. Noch eine Wurzelqualle. Und noch ein Wanderer. Wir müssen gucken, dass wir auf Stichwaves gehen. Ah, die wird sich gleich healen. Vielleicht die 11. Das ist gutes Fiesta. My ancestors guide me. My ancestors guide me. Machen wir so.
haben wir gutes Healing dabei. Ja, 11 klingt gut. Haben wir jetzt noch ein bisschen gesammelt. Und Ogre ist natürlich stark. Kacke. Ogre war zu stark für mich. Ja, aber wir können auf 11 gut schicken. Wir müssen gucken, dass das hier gerade der abkackt. Und beim 4 minerierten Schnecken bin ich eigentlich auch gut dabei. Alles abgewehrt. Noch eine? Ja, was soll's. Was soll der Geiz? So sieht das doch gut aus. Bananenbaum hin. Ja, sind auch normale Schnecken dabei. Hey. Was könnte man noch? Ich könnte noch eine Blut reinquetschen. Das geht noch aus. Sollte es zumindest. Ja. Okay, die sammeln noch. Die wollen wahrscheinlich auf 12 schicken. Also 12 macht bei mir irgendwie wenig Sinn. Aber es könnte gut sein. Also Kankanon schon aufgewertet. Da kommen wir auf jeden Fall zum King durch, das ist nicht schlecht. Ja. Das habe ich mir auch gedacht, dass wir den King aufwerten sollten. Ich werde die Vulkankanone aufwerten. Also eine von denen. Bisschen Frontline noch dazu. Machen wir einen Roll. Die kann ich nicht mehr gebrauchen. Madman, Golem, nicht schlecht. Das nicht verkehrt. Feuerfürst. Turtles und King-Aufwertungen. Ich habe jetzt Schlimmeres erwartet. So wie das. Das werde ich wahrscheinlich nicht blocken können. Ah, die Vulkankanone macht aber noch gut was.
Heal, jawohl. Ach, ich kann's blocken. Krass. Das ist krass. Kann auf jeden Fall erstmal noch ein paar Worker bauen. Ich sollte wahrscheinlich langsam mal meine Frontline upgraden. Das war die King erstmal komplett. Und dann schauen wir mal. Okay, also für ihn eigentlich Aufprall Waves, der ist egal. So, das ist der einzige, der leichte Verteidigung hat. Für mich waren Aufprall Waves auch nicht schlecht. Okay, er hat jetzt Feuerfrost platziert, hier drüben ein bisschen Stich und Schwein. Sechzehn sollte auf jeden Fall besser sein. Die haben fast nur verstärkte Verteidigung, also zum größten Teil. Man muss halt ein bisschen Stich mit reinschicken. Mir ist egal. Hochseequallen aufwerten. Ich muss hier aufwerten, ich muss mal ein bisschen Frontline verstärken. Nächste Wave werde ich dann die auf. Das ging vernünftig. Jetzt keine Worker gebaut, weil die sammeln. Ich könnte noch auf 15 schicken. Ist so meine Vermutung. Aber Wurzelquallen mit Healing ist natürlich auch super gut. Ich vermute mal, die werden jetzt auf 15 schicken. Er hat Worker gebaut. Oh, ich konnte nur einen aufwerten, Kacke. Was können wir noch? Wir können noch mehr dazu stellen. Das geht. Wir liegen ganz schön drunter, aber unser King ist noch frisch und voll ausgebaut. Wir sollten nicht sterben. Wir sollten nicht sterben und nächste Wave dann die richtig fertig machen. Okay, die wollen auch nächste Wave schicken. Was noch so rausgeht. Und vorher hätte ich zwar gerne drin, aber die Auren sind wichtig. Ah, schaffe ich da nicht nur eins. Vulkankanone aufwerten. Elementare dazu. Schaden kommt genug, magischen Schaden brauche ich nicht. Stichschaden soll ich reinschicken. Ja. Schauen wir mal. 820. Double for Ice. Wir haben schon mal drei Worker pushen auf jeden Fall. Ah, scheiße, ich bin zuerst down.
Ja, wir haben gewonnen. Ich glaube es zumindest. Ja. Der King war zusammengeschlagen. Geil. So will man das sehen. Perfekt. Das war eine weitere Runde Legion. Schaut doch gerne bei anderen Videos vorbei. Zum Beispiel das hier, Superheld-Modus. Ich wünsche euch einen entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.